Jawohl, ja, den Verein kennen wir sehr gut. Das sind die Dribbelsieger aus der letzten Saison, aus der Champions League. Meisterschaft geholt und auch den DFB-Pokal. Und ja, 1:1 zur Halbzeit, ich finde es gar nicht so schlecht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Die haben immer noch fast eine Stärke von 880 gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die mit voller Montur angetreten sind. Das werden wir gleich sehen. Ja, lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Also ich habe da echt kaum was zu meckern. Natürlich hier hinten, das sieht nicht so gut aus. Sehr viele Vieren. Von Jelavic auch sehr schwach mit einer 4,5. Jetzt, wo er gerade die Stärke 80 erreicht hat. Sigurdsson war gut. Der hat wahrscheinlich das Tor geschossen. Ja, Obiang, den müssen wir massieren, ganz klar. Auch hinten Heitinger. Und ich würde auch sagen Coleman. Sigurdsson, ich denke mal, ich lasse den mal laufen. Ungern vorne was ändern. Jetzt, wo es noch 1:1 steht, also ich nehme mal an, wenn wir hier knapp verlieren sollten, wäre das noch nicht mal unbedingt so ein Beinbruch, weil Nürnberg ist halt nicht mehr Nürnberg, wie man es eigentlich kennt, sondern schon eine richtig starke Truppe. Haben wir nicht umsonst das gewonnen, was sie gewonnen haben. So, jetzt kommt... Jetzt habe ich gar keinen hängenden Spitzermann dabei. Kann Fossen das Ding spielen? Ja, aber eher so ein bisschen minder optimal. Naismith vielleicht. Ja, der könnte es noch sogar noch ein bisschen besser spielen. Ich denke mal, dann machen wir das mal so, dass wir Sigurdsson mal rausnehmen. Ansonsten haben wir nicht so wahnsinnig gute Alternativen, die sich hier angeboten hätten zum Auswechseln. Ja, ich denke mal Barclay für Herrera. Daniel Vaz. Ja, Oviedo ist ein bisschen von der Frische arg dran. Coloccini für Shawcross mit einer gelben. Dann haben wir noch theoretisch Fossen für vorne. Ich denke mal, die restlichen Wechsel lassen wir dann vom Assistenten durchführen. Ich hoffe, dass es irgendwie sich ausgeht, dass wir hier nicht verlieren. Na, jetzt ist es passiert. Leider Gottes. 2:1. Noch durch Sebastian Polter dann der Siegtreffer gefallen für Nürnberg. Schade eigentlich. Wir gucken jetzt mal rein, wie das aussieht. Immerhin haben wir die Teamansprachen erfüllt. Marcel Risse. Ja, das stimmt. Der ist ja Neuzugang. Diese Saison hatte er die Chance bekommen auf OM. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da auch spielen kann. Kann er eigentlich auch nicht. Schlechteste aller möglichen Positionen haben sie da ausgewählt. Trotzdem ist er hier der beste Mann gewesen für Nürnberg. Die haben mit Polter vorne gespielt. Auf der Bank Eswein als Stürmer, also kein Baktasch drin, kein Matausch, wahrscheinlich geschont. Ja, bei uns, was da reinkam, das war natürlich absolut Käse. Coloccini mit einer 5,5, was war noch der Beste, zusammen mit Barclay. Naismith da mit einer 4, auf ungewohnter Position, aber... Mal gucken, was das jetzt heißt für die Form, für die Moral, ob das jetzt sehr arg reingeschlagen hat. Ich hoffe nicht. So, was haben wir denn hier? Information zu Maximilian Arnold. Der hat, ach so, Verhandlungen über einen neuen Vertrag aufgenommen. Ja, das war ja, glaube ich, damals, wo der Ball noch bei... Ach nee, stimmt, der ist 2017, läuft der aus. Ja, aber ich kann den jetzt nicht holen. Das geht nicht, das kann ich frühestens ab dem Januar machen. Für nächste Saison holen, wenn ich es jetzt hier mal probiere. Nee, ich will sowieso nicht. Also wenn, selbst wenn es funktioniert hätte, es hätte keinen Sinn gemacht, weil er gar nicht kommen will. So, Newcastle, was ist denn da los? Die haben sich noch sehr schlecht aufgestellt. Hier sind noch gar nicht aufgestellt, oder was? Doch. Aber eher schlechter als recht hier mit Michael... Ach du Schande. Da heißt er, Jens ist einer Michael Jackson. Ist ein Torwart, der steht hier auf Innenverteidiger. Haben die denn keinen Innenverteidiger mehr? Hier unten haben sie noch einen. Alfie Easton. Aber warum der jetzt dem... Oder der Torwart ihm vorgezogen wird, kann ich nicht sagen. Aber ist natürlich auch sehr geil, ne? Ein Torwart, der eine 64 auf Innenverteidiger hat. Das ist schon krass, würde ich mal sagen. Sieht man auch nicht alle Tage. So, ich will mal gerade hier überall mal durchgucken, bevor jetzt die Saison anfängt. Was ist mit Marta? Ach, die hat sich
Die hat sich Tanzschuhe gekauft und wollte dann die Dinge ausprobieren. Na gut. Hol mal das halt nach, ne? Dafür sind wir ja da. Autos und Häuser. Wir haben ein Privatvermögen von 5,81 Millionen. Eine kleine Villa haben wir schon gekauft. Großes Wohnhaus. Ich denke mal, da können wir uns jetzt eigentlich mal eine Villa kaufen. Also eine größere. Ja, das sieht ganz gut aus. Luxusvilla wären 7 Millionen. Habe ich eigentlich noch Aktien irgendwo? Mal gucken. Von Arsenal habe ich noch. Da hätten wir 3% Verlust gemacht. Die geht im Moment aber richtig ab hier. Die Aktie ist natürlich Meister gewesen. Von daher, die behalten wir auch nochmal. Die spielen jetzt wieder Champions League. Vielleicht geht da noch was. So, Zentrale nochmal durchgucken. Aber machen wir mal so hier. Infrastruktur, wir können im Moment nichts machen, weil da müsste ich hier erst was im Finanzstatus ändern. Bei den Budgetänderungen. Ich denke mal, das können wir auch mal machen. Wir haben ja so viel noch bei den Gehältern bzw. Transfers. Ich glaube, bei Gehältern können wir ein bisschen was runternehmen. Bis zu 5 Millionen. 5 Millionen nehme ich mal runter. Die tun wir mal auf die Infrastruktur. Das passt, glaube ich. Wir könnten den Investor aktivieren, wenn wir das wollten. Wollen wir natürlich nicht. So, 10,6 Millionen ist immer noch dicker ausreichend. Was haben wir Transfergeld? Meine Güte, was haben wir für... Das ist ja unfassbar. Wo kommt das alles her? Naja, gut. Ich will mal gerade gucken. Wir haben ja noch eine Möglichkeit, hier was zu machen. Sogar noch zwei. Weil wir dürfen ja dreimal gleichzeitig bauen. Ich frage mich nur, was wir am besten mal machen. Vielleicht hier die medizinische Abteilung, das Wellnesszentrum. Ja, das sind 2 Millionen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Die Jugendgeschichte würde ich gerne ein bisschen ausbauen. Hier. Das Jugendinternat. Dafür müssen wir aber erst das Trainingszentrum auf 10 haben. Das dauert noch ein paar Tage. Bauhof muss ich nicht machen. Das hier wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Nee. Das hängt alles relativ zusammen. Vielleicht noch die Mietskaserne, dass wir da ein bisschen Geld noch einnehmen. 600.000, dann bekommen wir 20.000 im Monat. Machen wir. Ja, und ich denke mal, das reicht erstmal. Wir warten dann mal ab, bis die in 2 Wochen die Trainingsgeschichte fertig ist auf Stufe 10. Und dann können wir da eher reagieren. Ja, dann gehen wir noch die paar Tage, glaube ich, nach vorne. Ich will mal gerade hier reingucken. Ligapokal. Ja, gegen Yeovil Town, da wird das Ding natürlich lang nicht voll. Machen wir mal mäßig, dann sieht es schon besser aus. Gegen Arsenal ist voll, da kann ich sogar, ne, kann ich nicht top machen. Also top wird wirklich schwierig. Also die, da müssen wir uns jetzt echt verdienen. Also die einzigen, wo es funktionieren würde, wären hier die Jungs aus Manchester, Man United, Liverpool. Da können wir wahrscheinlich auch machen. Ne, noch nicht mal da. Noch nicht mal beim, ja, Derby gegen die Reds. So, nicht mal da geht es. Das ist faszinierend. Was für eine schlechte Stimmung doch hier bei den Fans herrscht. Das werden wir natürlich versuchen auszubauen. Kümmer dich um Jan Sommer, Jelle Vossen. Da steht es ja immer noch aus und ist langsam jetzt knapp. Wir haben es noch 6 Tage bis zum Newcastle-Spiel. Er hat noch keine Arbeitserlaubnis. Ich hoffe mal, dass es jetzt relativ schnell kommt. So, ab morgen haben wir wieder Gespräche. Also heißt, wir gehen mal einen Tag vor. So, da haben wir noch ein paar Transfers. Also das ist natürlich auch wieder ganz stark, was Man City hier macht. Holen sich von Ajax... Ne, von Arsenal, der war schon nicht mehr bei Ajax, der Eriksen. Von Arsenal holen die sich hier den jungen Dänen, immer noch 24 erst, für 39 Millionen. Wahnsinn. Atsuto Ushida zu Newcastle, Fragezeichen. Bremen verliert auf jeden Fall Sokratis. Also wie in der Wirklichkeit, der geht ja zu Dortmund, jetzt im Sommer 2013. Hier geht er nach Italien, zum AS Rom für 7,8 Millionen. Van Wolfswinkel geht jetzt doch. Der hat ja vor kurzem ein Ding abgelehnt. Ich weiß nicht, war es, glaube ich, in England eine Mannschaft, die ihn haben wollte. Jetzt geht er nach Frankreich zu Marseille für 11 Millionen. Autonetsche, den kennen wir auch. Da haben wir in der ersten Saison, wo wir Champions League spielen durften, also in der zweiten Saison gegen gespielt. Balbelbau, der geht zu Juve, 23,5 Millionen. Westergaard. Oh, ein Wiedersehen mit Westergaard. Und was für eins. Der wird dann im Derby natürlich gegen uns auflaufen mit dem FC Liverpool. Also hat er sich bei Madrid nicht durchsetzen können. Er hat auch ein bisschen was an Marktwert verloren.
ist für 17 Millionen gewechselt, 15 ist er wert, wir haben ihn damals für 20,5 verkauft. Also das heißt, der ist nur eine Saison in Madrid gewesen. Ja, 25 Spiele gemacht, das ist eigentlich in Ordnung, wenn du da bedenkst, dass es 38 Ligaspiele gibt. Ja, er wird wahrscheinlich mal eingewechselt worden sein. Normalerweise hätte ich auch so ein Ausrufezeichen hingemusst, ne? Als ehemaliger Spieler von, ja gut, Nürnberg, dann doch nicht. Ist klar, wenn es bei Everton sind. Ja, Lasogga wechselt auch für 17,5 Millionen. Also Arsenal, ja, die verlieren zwar Eriksen, aber holen sich dafür Lasogga. Also hier sind einige große Transfers drin. Flanagan vom FC Liverpool zu Valencia. Eduardo vom FC Arsenal zu Atletico. Also Arsenal ist hier gerade im Moment echt schwer im Zugange. Konstantin Rausch zurück in die Bundesliga von Aston Villa zu den Gladbachern für 11,5 Millionen. Da ging es echt nochmal richtig zur Sache hier. So, was haben wir hier? Auf- und Abwertungsrunde. Das machen wir, glaube ich, normal. Oviedo macht extra Krafttraining. Ja, das war's dann schon. In der ersten Mannschaft war ja nicht viel. Liam Hurst macht einen sehr fitten Eindruck. John Ashby verliert einen Punkt. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Jugend noch zu bieten hat. Naja, er hat einen Punkt gewonnen. Dominic Parks verliert aber einen. Stress in der Schule. Nicht so gut. Scouting abgeschlossen. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal das Schweiz-Spiel. Also Autosave läuft gerade durch. Die Schweiz. Das heißt, wir machen das Testspiel jetzt mit Österreich. Ich will mal gucken, ob ich da noch Nominierung machen kann. Oder ob das schon vorbei ist. Nee, ist schon vorbei. Ja, dann müssen wir natürlich mal die Mannschaft einstellen. Darko Budul hat sehr schlechte Laune. Wer sehr stark ist, ist Ilsanka. Den nehme ich mal mit rein für den Baumgartlinger. Suttner ist im Moment auch nicht so pralle. Dann heißt, ja, Ilsanka kann natürlich da mal spielen, gerne. Königshofer ist natürlich gesetzt, absolut. Der Mann der Euro. Alaba, Sabitzer, die Flügelzange, Deni Ala vorne. Die sind aber alle so ein bisschen schlecht drauf, komischerweise. Naja, das ist auf jeden Fall in 2 Tagen und dann, ich hoffe ja immer noch, dass es hinkommt mit der Arbeitserlaubnis noch. So, mehr Verantwortung für John Altinga, unseren Kapitän. Jelavic, körperlich stärker werden. Ja, körperlich stärker werden, ich denke mal, das ist für einen Stürmer ja nie verkehrt. Mirallas, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläumsspiel. Matt Ritchie, körperlich stärker werden. Seamus Coleman, der Kapitän. Ja, Mannschaftsführung ist klasse. Wir können immer so ein bisschen loben. Einen Moralpunkt gewinnt der Naismith. Da sagen wir mal körperlich stärker werden. Und dann mal zweite Mannschaft gucken. Minus 32. Herzlich willkommen. Ich hoffe, das ist nicht zu spät. Nee, passt noch. Der Neuzugang. James Gale. Das ist so ein bisschen alles emotionslos jetzt. Das muss einfach mal weghauen. Einfach, dass die mich auch kennenlernen und mich auch gut finden. Müssen wir mal gerade schauen. Vielleicht können wir die noch ein Trainingsziel... Freundschaftsspiel 4 Tage müssen wir noch warten. Alles klar, gehen wir weiter vor. Bin mal gespannt jetzt als Europameister. Was haben wir denn hier? Achso, ich dachte schon, da wäre jetzt endlich mal die Arbeitserlaubnis da. Sportdirektor informiert uns darüber, dass Jan Sommer zu der Nationalmannschaft abgestellt werden soll. Ja, akzeptieren wir natürlich. Der muss ja Nationalmannschaftsspiele machen, dass er die Arbeitserlaubnis bekommt. So, hier, wir müssen eigentlich nichts hier gucken, so großartig. Moralmäßig, ja, Colocini ist im Moment ganz schlecht. Den nehmen wir natürlich dann mal Shane Duffy mit. Jelle Fossen im Moment auch besser drauf als Jelavic. Mirallas nehme ich wieder mit. Ich kann Jelavic nicht draußen lassen, ne? Das ist unmöglich. Ist unser Stürmer Nummer 1. Der muss einfach, selbst wenn das irgendwie mal mit der Form nicht so klappt oder sonstige Geschichten, muss der einfach auf der Bank hocken. Sieh einer an, ich bin schon besser als der Trainer von Newcastle. Ein Punkt mehr, beziehungsweise eine Stufe mehr. So, Österreich gegen die Schweiz. Das ist eigentlich ein Ding auf Augenhöhe. Stärke technisch 10, 11 Punkte Unterschied. Zumindest wir spielen in Wien, also zu Hause, wenn man so will. Ja, Diborn, Hinteregger, das ist die Verteidigung. Also es ist eigentlich, im Grunde ist es bis auf Ilsanka die Mannschaft, die Euro geholt hat. Rolshauser spielt für Kaflak.
Junuzovic, das wird wieder darauf hinauslaufen, dass der für uns das Spiel macht. Ja, und dann gehen wir doch einfach mal rein ins Spiel. Wir machen natürlich hier eine Sofortberechnung, genau wie die anderen Spiele der Vorbereitung mit Everton. Und da, wie gesagt, möchte ich gerne mal von euch wissen, wie ihr das gerne hättet mit Österreich, ob das so weiterlaufen soll. Normalerweise war ich das von früheren Managerspielen gewohnt, dass der Vertrag dann wirklich nur für ein Turnier gilt und danach dann halt der Verband kommt und entweder mit dir verlängern will oder sagen, nee, komm, das war doch nix. Mach dich vom Acker, so nach dem Motto. Bietet den Fans etwas, ist dumm. Der Sieg ist heute möglich. Ich glaube, das passt. Ilsanka führt sich sofort super ein mit einer gelben. Spiel plätschert so vor sich hin. 0:0 zur Halbzeit. Ja. Kavlak mit einer 80 jetzt. Mal schauen, was hat denn der jetzt, wenn ich den jetzt hier hinstelle? Eine 77. Ja, gut. Spielen wir mit Kavlak. Das war ja das Ding, was wir dann letztendlich auch gegen Ende der Euro gespielt haben. Mit ihm dann, neben Junuzovic. Holzhauser nicht. Ja, das passt, glaube ich. Ich bin sehr zufrieden, sag ich mal. Obwohl es nur 0-0 steht, aber ist halt ein Testspiel. So, da müssen wir motivieren. Da, Alaba auch. So, da ist eine Massage nötig. Da auch. Und ich würde auch sagen, Junuzovic. So, ansonsten wechseln tun wir dann wieder in Richtung Schlussphase. Jetzt Ilsanka mit dem Tor. Super. Der hat halt seine Chance bekommen. Und der nutzt sie. Hinteregger nehme ich raus. Ja, Kavlak macht es klasse. Mit einer 2 jetzt. Alaba. Nee, ich glaube, aber Arnautovic kann da hinten nicht spielen, oder? Arnautovic auf links? Nee. Also gut, das sind halt 4 Punkte Unterschied. Aber das kannst du einfach mal machen. Testweise. Denke ich mal, ist es schon gut. So, Co-Trainer macht den Rest, wie er will. Und jetzt legen wir nach. Willi Kavlak. Jetzt 2-1. Ratten wir das? Können wir das über die Zeit bringen? Ja, können wir. Das kam zu spät, das 2:1 von der Schweiz. Die hatten danach nochmal gute Chancen. Aber letztendlich verdient, würde ich sagen. Statistiken gucken wir mal. 6:6 Chancen. Ballbesitz aber klar für Österreich. Hinteregger, Spieler des Spiels. Ja, der Europameister, der kommt ja gut aus den Puschen. Im ersten Testspiel nach der Euro im neuen Jahr. Rodriguez, Mann von Real Madrid, war bester Spieler bei den Schweizern. Ja, wenn der nicht so teuer wäre, ne? Für Linksverteidiger. Naja, man kann nicht alles haben, ne? So, gehen wir weiter. Das Trainingslager von unserer Reserve ist auch zu Ende. Die sind aber super eingespielt. Stimmung ist nicht so bralle, aber... Ja, Frische verloren, Fitness gewonnen. Also eigentlich genauso, wie man sich das vorstellt. Man City, Gewinner der Vorbereitung. Die haben 4 volle Sterne bekommen. Wir ein bisschen schlechter, 3,5. Aber das passt. Wir haben 1 verloren. Das war unnötig gegen Cardiff City. Notenbester Spieler, Jelle Vossen. Alle Achtung. Jelavic, bester Torschütze. Dama Marouane Fellaini von Tottenham. Ehemaliger Spielmacher von uns. Ja, den hätte eigentlich auch Bock, den zurückzuholen. Aber das ist natürlich absolut utopisch. Jetzt noch. Sollten wir international irgendwann wieder spielen? Wer weiß. So, die letzten Tage. 18. 19. Es wird knapp mit Jan Sommer. Liga-Fakten können wir noch kurz gucken. Manchester City, da sind natürlich klar die Besten, die schlechtesten Hull City. Sind wir irgendwo vertreten hier? Nee, scheint nicht so. Positivste Bilanz. Liverpool, die haben eher eingenommen als verkauft. Und Man City, na klar, mit 72 Millionen. Da hat natürlich Eriksen dicke reingehauen. Einen teuersten Transfer hat Man United, also der Lokalrivale, gemacht mit Sean Henschel. So, die Stecktabelle, das kennen wir ja aus der Bundesliga. Erstmal nach Stärke einsortieren. Wir werden hier auf Platz 8 geführt. Ich sehe uns da schon noch ein bisschen besser. Zum Beispiel hier Blackburn Rovers, die sehe ich eigentlich ein bisschen weiter unten. Fulham auch noch ein bisschen weiter oben. Ansonsten Newcastle, die müssen natürlich auch noch nach oben hier. Für Sunderland, würde ich sagen. Sunderland natürlich dann auch noch ein Stückchen nach oben. Genau, das sieht eigentlich schon gut aus. West Ham glaube ich auch nicht, dass sie so weit unten stehen. Reading dafür eher. Bolton. Ich denke mal, machen wir mal so. So, der letzte Tag. Schon wieder Tottenham. Wollen sie nochmal versuchen bei Ryan Shawcross, unserem Abwehrrecken. Ja, wir müssen natürlich verhandeln. Transfermarkt schließt in 2 Wochen.
Ich finde das immer so ein bisschen blöd, dass die dann immer ganz am Ende noch angeschissen kommen. Sollen sie doch früher machen. John Lundstram. Ich frage mich, was macht der Junge da in der zweiten Mannschaft? Das frage ich mich ernsthaft. Also mit einer 71 Spielmacher. Teilweise hat er auch Werte, die sind echt nicht verkehrt. Von der Übersicht zum Beispiel, die kurzen Pässe, die Ballkontrolle, die Ausdauer. Also das ist schon echt nicht schlecht. Können wir mal gucken, wie die gespielt haben hier. Wer könnte denn da in der Mitte noch spielen, sollte er gehen? Ben Smith eventuell oder der Southern? Ich weiß es aber nicht, was wir mit dem machen. Wenn ich den jetzt einfach mal, bis 2017 läuft der Vertrag, das Ding müsste man natürlich dann verlängern. Er könnte sich das vorstellen, maximal 3 Jahre, das machen wir dann noch ein bisschen weniger, 2019. Der will natürlich ordentlich Geld, ne? Das ist ganz klar, 35.000 vorher verdient. Ich will gar nicht wissen, wie viel Prozent es jetzt an positiver Steigerung wäre. 5% Kürzung, Abstieg, ablösefrei. Was war das, ein Mittelfeldspieler, ne? Ja, erstes Länderspiel, weiß ich nicht. Das wird zwar wahrscheinlich nichts werden, aber... Sagen wir mal einfach mal so, prophylaktisch einfach mal reinhauen in den Vertrag. So, hier gehen wir ein bisschen runter. Ich würde sagen, 1,1 Millionen, das müsste passen. Ergänzungsspieler möchte, dass du auch mal in der Reserve spielst. Einfach mal gucken. Vielleicht schaffen wir das, dass wir den vorher noch ausleihen, wenn der das Ding schnell annehmen sollte. Was ich natürlich nicht glaube, weil das dauert ja immer ein bisschen. So, Trainingslager beendet in Gubbio nach 7 Tagen. Matthew Phillips. Auch nicht schlecht. Ne? Gut, der ist auch schon 25 und dann. Auf jeden Fall steigert die Saisonvorbereitung unsere Beliebtheit schon mal um 5 Punkte, weil die Fans neugierig auf die starken Neuverpflichtungen sind. Super. Also da sind natürlich gemeint der Daniel Wass und auch unserer Jan Sommer, logisch. Und auch am Ende Jelle Vossen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Jan Sommer hat seine Arbeitserlaubnis bekommen. Also knapper hätten diese Pflaumenköppe das auch nicht mehr hinbekommen können. Scouting abgeschlossen hier. Da bin ich jetzt aber froh, dass der endlich da ins Tor kann. Also das ist mir ja schon so ein kleiner Dorn im Auge gewesen. So, kann ich dem irgendwas sagen? Nee, aber das ist gut, dass der endlich da ist. Hennessy natürlich auf die Bank. Also der darf nicht ausfallen, weil dann haben wir wieder das gleiche Problem wie die ganze Vorbereitung schon. Mit der Stärke 66, da so ein Hampelmann im Tor stehen zu haben, das ist nicht so pralle. Herrera. Also Obiang hat jetzt mittlerweile eine ganz gute Fitness. Nur die Frische lässt zu wünschen übrig. Form von 8, ich würde sagen, dann spielt Barclay neben dem Spanier. Ja, Daniel Wass. Den würde ich gerne auf links bringen. Für Oviedo. Colocini mit einer Form von 6, aber trotzdem kann ich da Duffy nicht mitnehmen. Das ist ja trotzdem immer noch ein Unterschied von 7 Punkten. Richie natürlich auf links. Ja, Miralas. Nee, das ist also vorne, ihr seht es ja schon. Also das ist so schon perfekt. Also ich denke, Sigurdsson ist im Moment gesetzt auf HS. Und ich denke mal, Vossen hat im Moment natürlich aufgrund der Form auch die Nase vorn vor Jelavic. Mal gucken hier, Naismith, der ist natürlich super in Form. Aber das habe ich ja vorhin schon mal erklärt. Also Jelavic muss Minimum auf die Bank. Ansonsten alles andere, das wäre schon irgendwo unverständlich. Und sonst sieht die Bank eigentlich relativ gut aus. Also wir haben einen für die hängende Spitze, der eventuell auch rechtes Mittelfeld spielen könnte. Könnte er, ja. Und linkes Mittelfeld, Richardson, klar. Ja, Gay ist im Moment mit einer Form von 11, müsste ich aber eigentlich ihn mitnehmen. Weil der hat sich jetzt in letzter Zeit ein bisschen eingespielt. Ich gehe mal gerade in die Trainingsstile bei dem. Der hat natürlich noch keine, weil der in der zweiten Mannschaft war, als ich das gemacht habe. Flanken, Schnelligkeit, das müssen wir natürlich ein bisschen nach oben ziehen gleich noch. Beweglichkeit, also der hat schon seine Qualitäten, der Kerl. Ich hoffe nur, dass er sie nutzen wird, wenn er die Chance bekommt. Der ist Dribbler, der ehrgeizig ist. Wäre sogar eine Möglichkeit für den Sturm. Also da hat er eine Fähigkeit 73. Also ein bisschen was hat er natürlich verloren gegenüber seiner Stammposition. Linkes Mittelfeld, da wollte ich das eigentlich noch reinnehmen hier unten. Linker Mittelfeldspieler, wenn das überhaupt funktioniert. Also der hat wahrscheinlich da schon 100%, oder? Ja, hat er. Also er hat da schon seine 100. Sehr gut. Ja, also es hätte schlimmer sein können. Also wir haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren. Gegen Nürnberg, das war eigentlich
zu erwarten. Und davor, das war doof gegen Cardiff City. Aber dementsprechend ist die Form eigentlich und die Moral noch im Rahmen. Also ist keiner, der jetzt wirklich aus der Reihe tanzt, der absolut schlecht drauf wäre. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Wir haben ein Heimspiel gegen Newcastle. Und das machen wir natürlich in 3D. Ganz klar, das ist ja so ein Ritual, egal ob das jetzt Nürnberg war oder jetzt hier Everton, dass wir das erste Spiel in der Saison immer 3D spielen. Und natürlich auch die Pokalspiele. Wobei ich mir beim Capital One Cup nicht sicher bin. Das könnten wir auch im Textmodus machen. Also FA Cup müssen wir eigentlich auch dann regelmäßig 3D spielen. Aber das ist ja alles jetzt nicht so brennend. Es dauert ja noch ein bisschen hier. Capital One Cup, das haben wir ja hier. Am 5.9. gegen Yeovil Town. Bis dahin vergeht ja noch ein bisschen was. 3 Spiele haben wir dazwischen. Ja, die Saison fängt endlich an. Ich bin stolz drauf, froh drüber, dass auch endlich der Jan Sommer jetzt spielen darf. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier noch vor dem Spiel kommt. Erstmal noch Nominierung. Verbleibend 6 Spieler. Coloccini nominieren. Ich würde sagen, Shane Duffy müssen wir natürlich auch nominieren, weil der auch in der ersten Mannschaft steht. Mark Ross. Ja, und Jan Sommer. Wie viel darf ich überhaupt noch? 3 Stück. Jelle Fossen, Daniel Wasser. Also es würde genau passen. Was ist das denn hier? Lokal ausgebildet. Sind das jetzt hier irgendwie die Englisch, die in England ausgebildet wurden? Wahrscheinlich. Also das ist natürlich alles anders wie in Deutschland. Da musst du sowas ja gar nicht machen. Also du darfst, hier unten steht es noch nochmal, nicht lokal ausgebildete Spieler ausgewählt. 13 von maximal 17. Also das ist wahrscheinlich sowas Ähnliches wie in Deutschland, diese 50+1 Regel. Dass da halt kein Investor wirklich dann wie in England zum Beispiel komplette Vereine kontrollieren darf. So ähnlich ist es wahrscheinlich hier in England mit dieser Regelung. Dass es einfach je nachdem landabhängig ist, die Regeln und die Art, wie verfahren wird. Ja, ist auf jeden Fall okay. Wir konnten alle Spieler nominieren, je nachdem, das ist auch ein Kader, du gehst ja davon aus, dass es auch passt, dass du nicht so mit Verletzungen geplagt bist oder sonstigen Geschichten, dass du auf die da unten zurückgreifen musst. Was auf jeden Fall wichtig ist, und das müssen wir jetzt auch so durchziehen, wir haben natürlich jetzt logischerweise Shawcross hier nominiert. Das heißt, der wird natürlich seinen Arsch hier behalten und nicht nach Tottenham gehen, egal was die bieten. Das hätte ich aber eh so gemacht, ganz klar. Du verkaufst nicht gerade mal eben so vor Saisonstart deinen, ja, mit besten Verteidiger. So. Goodison Park ist wahrscheinlich nicht ausverkauft, nicht ganz. Also es fehlen knapp 4000 Zuschauer. Aber das ist okay. Das, wenn das über 40 ist für den Saisonstart, bin ich da absolut zufrieden mit. So, wir sind nicht das Topspiel, aber wir kommen zumindest in die Liste. Stärkster Spiel auf dem Feld ist Wuno Nanita. Da bin ich gespannt. Jawohl, jetzt geht's los. Erstes Pflichtspiel in der neuen Liga, im neuen Verein. Everton gegen Newcastle. Premier League, erster Spieltag. 2016, 2017. Und wir müssen natürlich jetzt noch gucken, dass wir uns den Gegner mal angucken. Aber erstmal hier noch. Datenbank aktualisiert, ist nicht wichtig, das auch nicht. Da müssen wir einen Mentor noch ändern für José hinten. Was ein Name, da könnte ich mich beömmeln. Ja gut, der kommt jetzt Onuoha. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wie sieht es hier aus? Ist es hier, da ist glaube ich noch alles bestens, aber wir haben ja auch kaum Mentoren. Vielleicht bei ihm mal noch gucken. Den guten Sphinx Mido. Ob er hier, aha, Richie, okay, bekommt er noch einen Mentor, super. Super Geschichte, wir machen das nochmal so hier, dass wir die einstellen. Ja, wenn ich die natürlich die Mannschaften hier vergleiche mit den Jugendmannschaften, wie wir die nachher bei Nürnberg hatten, das ist hier ein schlechter Witz, aber das erwartet ja auch keiner, dass du hier hinkommst und die haben hier eine Bombenjugend. Das kannst du erwarten, wenn du nach Barcelona gehst oder meinetwegen Ajax. Aber hier ist natürlich alles ein bisschen anders. So. Herrera, Spielmacher, muss das sein? Ich weiß nicht, also Barclay gefällt mir da eigentlich besser, weil er hat doch diese Fähigkeit. Bei Herrera, da müsste ich mal gucken, also vom Einsatz müssen wir ein bisschen hochgehen, weil jetzt natürlich ernst wird. So, das steht alles, Vergleich müssen wir mal gucken. Die haben Castagnos, die Säcke, den hätte ich ja damals in Nürnberg auch gern gehabt. Nocerino haben die, Cabay, Mavo ist auch noch da. Anita auf links natürlich. Mikel San Jose. Neben Guvilu in der Verteidigung. Hinten ist Krull mit einer 81 unterwegs. Also ihr seht schon, das ist
eine klasse Liga, eine klasse Mannschaft. Und wir haben natürlich jetzt nicht so wahnsinnig die Möglichkeit mit den Manndeckungen wie in Nürnberg mit den beiden Sechsern, weil die zentralen Mittelfeldspieler natürlich auch selber das Spiel machen müssen und gucken müssen. Also ich glaube, wir machen da nur die Sonderbewachung und das auf Cissé, weil der ist verflixt schnell. Das ist am sinnvollsten. Mal gucken, ist er Spielmacher? Ist er sogar. Also flexibel, trainingsfleißig. Was hat er denn für eine Übersicht? 79. Barclay, wie sieht's da aus? Übersicht ist 80. Kurzer Pass 88, lange Pässe 80. Ja, das ist eigentlich Jacke wie Hose, wie du das einstellst. Ist halt jetzt wirklich nur die Frage. Er mit 27 natürlich ein bisschen erfahrener als der gute Ross Barclay mit seinen 22. Also ich denke mal, Barclay vielleicht noch ein bisschen eher unbeschwert übers Feld gleiten lassen. Und er soll sich ums Spiel kümmern. Passt, glaube ich, besser. Ja, dann lassen wir das so. Ich bin wahnsinnig gespannt. Mannschaft steht, der erste Gegner wartet. Im Goodison Park geht's dann jetzt gegen Newcastle. Freue mich.